dann schauen wir mal, was die Abstimmung so gebracht hat. Ich hoffe, es ist ja Titan. Hunter, Warlock, Warlock, Titan, 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 Hunter. Ja, dann wird's wohl Warlock. Was könnte ich auf dem Warlock spielen, ohne jetzt das Klassen-Item zu benutzen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Das. Vielleicht hier noch ein bisschen das. Dann noch das, dann die rein. Dann das und das. Vielleicht noch das rein. Ja, ich glaube, wir wären dann soweit. So Leute, ihr wolltet einen Warlock. Ich habe jetzt einen Warlock für euch gebastelt und nein, es ist kein, ich habe 4 Buddies dabei, weil irgendwie gefühlt jeder davon ein Video gemacht hat, sondern das ist wirklich ein Ability Spam. Ich nerve die Gegner, ich habe die ganze Zeit Ulti und Transzendenz. Und wie ihr auch schon im Video gesehen habt, das war die legendäre Kampagne, da ist man ja sowieso unterlevelt. Gehen wir jetzt mal kurz hier in die Super. Ich habe jetzt gerade drin Lied der Flamme, also die neue Ulti, weil das so komplett zum ganzen Konzept passt, dass man die ganze Zeit Ability schmeißt und da ist man ja auch eine gewisse lange Zeit in der Ability. Dann habe ich noch den Phoenix Dive drin, lädt sich schnell auf, wir bekommen dann eine Solarflamme, also unseren Solar-Buddy dazu. Dann habe ich noch die Arcane-Nadeln dabei, es sind einfach dann 3 Nahkampfangriffe, die wir haben, womit wir auch die Gegner zersetzen und dann fliegen halt die ganze Zeit diese Partikel rum. Und dann die Kälteschubgranate bezüglich unserem Exo, was wir anhaben. Und Aspekte habe ich einmal auf jeden Fall das leere Aspekt drin, das wir verschlingen bekommen. Kommen wir auch nochmal schneller unsere Fähigkeiten zurück. Plus jedes Mal, wenn ein Gegner stirbt durch eine Fähigkeit, werden wir instant wieder geheilt. Sehr nice. Und halt unser Feuervogel. Bei den Fragmenten habe ich einmal drin Fragment des Gleichgewichts, Licht- und Dunkelheitsschaden. Sorgt dafür, dass wir entweder Nahkampfenergie oder Granatenenergie bekommen, was ja auch die ganze Zeit der Fall ist, weil wir Gegner versengen oder sie mit den Sachen einfrieren oder halt zersetzen. Und dann habe ich noch Fragment des Mutes drin. Unsere Solar-, Leere- und Arkus-Fähigkeiten machen bei Dunkelheits-Debuffs betroffene Feinde mehr Schaden. Dann noch Fragment der Hoffnung. Unsere Klassenfähigkeit lädt sich einfach viel schneller auf, wenn wir selber irgendeinen guten Buff aktiv haben. Und das haben wir eigentlich die ganze Zeit. Dann noch Fragment der Hingabe. Wir bekommen Bonus-Transzendenz-Energie, also Licht-Transzendenz-Energie, wenn wir Gegner mit Stasis- oder Strang-Debuff betreffen. Was wir auch die ganze Zeit tun. Und dann noch Fragment des Anmuts, wenn wir mit Kinetikwaffen, was ja unsere Hauptwaffe ist, Schaden zufügen, bekommen wir Bonus-Transzendenz-Energie. Und ich finde, das harmonisiert ganz gut. Und unser Exo sind die Osmio-Mantie-Handschuhe, die dafür sorgen, dass wir nochmal eine zweite Kälteschubgranate bekommen. Eigentlich wird das genutzt, um halt ein Stasis-Geschütz zu erzeugen, ein weiteres. Aber das machen wir ja nicht. Wir haben einfach dadurch noch 2 Granaten, womit wir Schaden verursachen, Gegner auch einfach einfrieren und nerven. Noch dazu ist es halt, wenn wir die Gegner direkt treffen mit dieser Granate, lädt die sich teilweise einfach fast instant wieder auf. Das heißt, wir können wirklich die ganze Zeit eine Granate schmeißen. Es ist einfach, es ist jetzt nicht die Meta, aber es ist halt mega funny und vor allen Dingen für den Solo-Content fand ich das jetzt echt angenehm, hat echt Spaß gemacht. Auf dem Helm habe ich einmal Kinetic Siphon, dann zugeparkt und schwere Munitionsfinder. Auf den Armen hat man gerade schon gesehen, habe ich einmal Schwungübertragungen drin, Granaten-Kickstarter und Detonationsschub. Auf dem Oberkörper, ja, gerade das, was halt erhöhten Schaden macht an uns. Auf den Beinen habe ich einmal Rekuperation, hier kann man aber auch schon besser mit reinnehmen, das geht auch. Dann habe ich noch Sphäre der Wiederherstellung und auf den Klassen-Item habe ich noch Zeitausdehnung drauf, dass unsere Kinetikwaffe ein bisschen länger mehr Schaden macht. Dann mächtige Anziehung und noch Bomber. Dann als Kinetikwaffe habe ich die Dawn dabei. Da geht aber zum Beispiel auch die Necrochasm oder zum Beispiel die Kovostov, wenn man die hat. Aber ich habe jetzt hier die Dawn drin gehabt, weil sie sich ganz gut gespielt hat, auch bezüglich den Überladungs-Champions. Plus diese Waffe macht ja auch noch
Damage over Time Schaden, was auch noch dafür sorgt, dass Transzendenz sich ein bisschen schneller auflädt. Dann hatte ich hier zum Beispiel noch die Pistole aus dem Dungeon drin, leider immer noch kein Godroll. Naja, und noch eine Hammerhead. Aber die beiden anderen Waffen sind eigentlich egal. Wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall eine Kinetic-Waffe ausgerüstet haben, denn dadurch bekommen wir unsere Transzendenzfähigkeit viel schneller und außerdem wegen dem Fragment hier geht das auch nochmal viel, viel schneller. Und bei dem Artefakt habe ich auf jeden Fall einmal strahlende Sphären drin. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, werden wir strahlend. Das ist sehr nice. Das unterste zählt jetzt gerade nicht, weil ich glaube, wir werden nicht. Nee, wir haben keine Akkusfähigkeit, deswegen ignorieren. Aber diese drei hier sind auf jeden Fall, finde ich, ein Muss. Hier ist auch noch ganz nett. Wenn wir einen Champions, dann bekommen wir Fähigkeitsenergie für die am wenigsten aufgeladene Fähigkeit dazu. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall so die vier Stück, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ja, das wäre es eigentlich schon. Das ist jetzt so das Warlock Prismatic Build, was ich jetzt für euch habe. Was nicht darauf beruht, entweder durchgehend die Leute zu heilen oder halt vier Buddies an der Seite zu haben. Es ist jetzt mal was anderes. Und wie gesagt, es hat mir einfach übelst Spaß gemacht, rumzurennen und die ganze Zeit die Fähigkeiten zu spammen. Ja, und wenn ihr wollt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Die 5.000 sind fast da. Es ist echt mega. Ich danke euch vielmals dafür. Und ich werde mir auf jeden Fall für dieses riesige Ziel auf jeden Fall was überlegen. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.